Ethan! Komm schon, geh ran, geh ran. Alex. Hier lang. Wow. Ich war ewig nicht mehr hier. Machst du nicht deinen Ranger-Kram in der Nähe? Privatgrundstück. Nicht mein Zuständigkeitsbereich. Dad hat mich früher oft hierhin mitgenommen. Ich war sein Bergarbeiterlehrling. Das war natürlich, bevor man die Berge halb in die Luft gejagt hat. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Ich hätte was sagen sollen. Viel früher. Tut mir leid. Als er sagte, er will zur alten Mine, da dachte ich... Alex, es ist okay. Woher solltest du es wissen? Ist nicht deine Schuld. Ja. Aber dennoch. Ich werde mich umsehen. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Nein, 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 nein. Und nochmals nein. Cool. Eine Mörderscheune. Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. Sieht ganz schön mitgenommen aus. Was damit wohl passiert ist? Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Alex, warum? Warum hast du nicht? Es bringt nichts, irgendwem die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach finden. Schnell. Er hat recht. Alles, was zählt, ist Ethan zu finden. Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jed führte alle wieder an die Oberfläche.
Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Okay. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist... Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay, Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Wenn der Zombie also hier ist, dann... Falls Ethan wirklich dem Weg in seinem Comic folgt, macht es die Suche viel einfacher. Sowas kam zum Glück nicht im Comic vor. Gott sei Dank. Warte, also... Ist Ethan... Oh Mann. Denkst du, hier ist... eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Ich versuche, das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Ich meine, die Chance ist gering, aber... Was?
nimm doch rot. Es ist doch immer rot. Okay. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Kein Plan. Ich sehe mich mal um. Das kam im Comic nicht vor. Ist nicht im Comic. Das Silo. Wir kommen der Sache näher. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße! Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ja, man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Ein Wunder, wie es im Buche steht. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Danke für gar nichts, riesiger gelber Knopf. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da. Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon.
Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Ich bin unterwegs. Moment. Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Nein! Nein, 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 nein! Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Ja. Ja, alles gut. Bist du sicher? Wenn nicht, ist auch okay. Nein, alles okay. Weißt du, wenn du das sagst, glaube ich dir sogar. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Durch, Ethan. Ich komme. Du schaffst das, Alex. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Und dann ist alles meine Schuld. Hey, Ethan. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Scheiße. Das ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Ich
lass dich nicht fallen, okay? Hast du gesehen, wie ich über den Stamm gelaufen bin? Ich habe ein super Gleichgewicht. Nein, 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 nein. Ich kann hören, dass es da unten ist. Was hörst du? Egal. Erst muss ich ihn hier rausschaffen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Mit mir. Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber es jagt mich. Sie jagt mich. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Shit. Es darf mich nicht sehen. Ich darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey. Hey. Ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Sie kommt zurück. Halt das Seil straff, Gang. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße. Glaubst du, der Stamm hält? Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Unsere Emotionen sind verbunden. Ich muss ihn beruhigen.
Ganz ruhig. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich.